Was geht, WW-Universum, und herzlich willkommen beim neuen Video hier auf Paraflow. Endlich gibt es erste Informationen zu WW2K18. Im Vorfeld wurde ja schon lange gemunkelt, dass sich niemand anderes als Seth Rollins auf dem Cover befinden wird. Und genau das ist jetzt auch der Fall. So hat Rollins das Cover auf ESPN vorgestellt. WW2K18 wird zudem unter dem Motto Be Like No One, also sei wie niemand anders, stehen. Ein Showcase mit Rollins ist somit mehr als realistisch. Ebenfalls wurde der Pre-Order-Bonus bekannt gegeben und welche Edition es geben wird. Neben der Standard-Edition soll es eine Deluxe-Edition und eine Collector's Edition geben. Die Deluxe-Edition wird neben dem Standard-Inhalt, den Season Pass, digitale Bonus-Inhalte wie den Early Access als Pre-Order-Bonus beinhalten. Early Access heißt im Endeffekt, dass man das Spiel 4 Tage früher spielen kann. Neben den ganzen Inhalten, die in der Deluxe-Edition sind, die als Disc, aber auch als Download verfügbar sein wird, soll es auch eine Collectors-Edition geben. Diese soll neben den Inhalten der Deluxe-Edition auch exklusive Sammlergegenstände beinhalten. Weitere Informationen sollen dazu noch folgen. Einen ersten Trailer gibt es zudem auch. In diesem zerstört Seth Rollins zuerst maskiert viele Insignien vergangener WWE-Tage. Darunter der Kopfschmuck von Triple H, aber auch der Sarg des Undertakers, auf dem noch die Robe mit Hut liegt. WW2K18 ist ab sofort für PlayStation 4 und Xbox One vorbestellbar. Link in der Beschreibung. Get the Deluxe Edition and play 4 days early.